Servus und Hallo bei Not Another Dope Show. Heute ist wieder Wochenreflexion dran. Ernst stammt zur Wochenreflexion vom 24.01.1994 bis zum 30.01.1994. Am Anfang dieser Woche ging es mir ziemlich schlecht. Ich kam mir überflüssig vor und wusste nicht, wohin mit mir. Nachdem ich mich im Plenum mitgeteilt habe, ging es mir aber wieder besser. Mittwoch wurde mir der Musikposten zugeteilt. Das macht mir sehr viel Spaß, zumal ich früher Diskjockey war. Im Laufe der Woche wurde meine Stimmung immer besser. Dann bekam ich diese Woche außerdem auch noch einen Brief von einer sehr guten Bekannten. Leider musste ich feststellen, dass sie Drogen nimmt. Da ich das nicht wusste, war ich darüber sehr geschockt. Nachdem ich mich damit abgefunden habe, habe ich den Kontakt zu ihr schriftlich abgebrochen. Wahrheitsgehalt 90%. Natürlich habe ich gewusst, dass die kifft, weil ich habe sie ja schließlich verkauft. Das war die Sonja. Das hat mir richtig wehgetan, ihr schreiben zu müssen, dass ich den Kontakt abbreche. Hintergrund der ganzen Geschichte ist natürlich, dass die Briefe da alle gelesen worden sind. Und ich war überhaupt nicht geschockt, das musste ich aber natürlich da reinschreiben, dachte ich, das erwartet man jetzt von mir. Ich habe mich halt geirrt, wie blöd bist du, dass du mir das da reinschreibst, obwohl ich dir 100-mal vorher schon geschrieben habe, wenn ich auf der Therapie bin, wird jede Post gründlich gelesen. Und wenn da irgendwas drinsteht, was negativ ist, muss es abbrechen. Also habe ich es halt dann abgebrochen. Später haben wir uns dann wieder getroffen und über das hier geredet und darüber gelacht. Ich war halt dann Musikposten, konnte Musik hören, die nicht erlaubt war für die anderen. Meine eigene Musik nämlich. Und da war halt Hip-Hop dabei und The Doors und sowas halt. Gothic-Musik und Punk und ganz viel, wo es halt um Drogen geht. Und es war natürlich in der Therapie verboten, seine Musik zu hören. Jo, ansonsten ist schon so, wenn man so Durchhänger hat und einem die Decke auf den Kopf fällt, dass man dann irgendwann mal Beschäftigung braucht. Hat man die nicht, dann dreht man durch, ganz klar. Und so war es halt da auch. Von dieser Operation her durfte ich mich nicht körperlich betätigen. Das heißt, wieder den Frühsport musste ich mitmachen. Das war mir ja egal, weil der Frühsport war eh nur so Pseudonummer. Aber ich durfte auch nicht arbeiten. Da war halt dann Streit vorprogrammiert. Die anderen arbeiten und ich latsche durch die ganze Wohnung. Also das Haus und das war keine Wohnung, war ja Haus und Grundstück und so weiter. Aber ja, ich habe jetzt ständiger mehr über mich selber nachdenken müssen. Das hat mich ganz schön runtergezogen. Das ist mit einem Ding, was ich dann festgestellt habe, dass ich halt sehr schlecht ganz allein sein kann, aber auch nicht vielen Menschen auf einmal gleich viel vertrauen kann. Das war so die Zeit, wo ich da drauf gekommen bin. Jo, ansonsten bleibt es für heute dabei und dann bedanke ich mich für euer Interesse.